Leute, weiter geht's mit Letzte Retro-Pokémon, die blaue Edition. Wir versuchen erneut unser Glück. Denn es gibt ein paar Pokémon, die ich fangen möchte. Aber dieses Blutzug gehört nicht dazu. Nein, ich sagte, du gehörst nicht dazu. Das Paras gehört auch nicht dazu. Wir werden jetzt dann wahrscheinlich keine 200 Schritte mehr haben. Wenn wir so weit sind... Also dort sind, wo wir aufgehört haben. Ja, mal sehen. Die M40, die können wir dann im PC ablegen. Nidorino! Wir haben bisher immer noch nicht einen einzigen Schritt vergeudet. Nicht einen einzigen. 294. Es ist keine TM40. So, jetzt haben wir die Gräser hier auch durch. Ein Paras. Wir wissen, in dem Gras da gibt es ein Tauros. Und im Gras da rechts beim Rasthaus gibt es Chanera. Tipps für Trainer. Bis zum geheimen Haus ist es nicht mehr weit weg. Ah ja. Ich möchte da aber noch nicht weitergehen. Ich möchte erst hier alles durchsuchen. Wir könnten die VM sowieso nicht mitnehmen. Ich möchte von unten her nach oben angeln. Wieder. 184 Schritte haben wir noch. Und ich möchte jetzt einen Dratini. Enton. Schon. Dratini, wo bleibst du? Da ist es. 4 Steine bekommst du jetzt ab. Wahrscheinlich wird es spätestens beim 4. fliehen. 2. Es ist geflohen nach dem 2.
was man wohl machen muss, damit man einen Dratini fangen kann. Taros und Janeiro sind auch schwer zu fangen und das Rion auch, obwohl man bei Rion aber immer trifft mit dem Ball. Es ist eben nur schwer zu fangen. Du kriegst jetzt erstmal was zu essen. Vielleicht hilft das ja besser. Nein, hilft gar nicht. Wenn wir die ganze Safari-Zone erkundet haben, sehe ich für die einzelnen Pokémon nach, wo und wie man sie am besten fängt. Das werde ich machen. Dann spare ich uns ein bisschen Zeit. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Trick dafür. Bis dahin halten wir zumindest bei Dratini an unsere 4 Steine fest. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Dratini, das nicht flieht bei 4 Steinen und das wir dann fangen können. Dratini! Eins. Und weg. Wir hatten eins, das hat 3 Steine ausgehalten und ist nicht geflohen. Und ein Pokéball und ist auch nicht geflohen. Beim 4. Stein ist es erst geflohen. Wenn wir das also umdrehen, erst 4 Steine und dann den Pokéball, haben wir es bestimmt gefangen. Das Problem ist, dass ein Dratini mal so lange da bleibt. Also, dass wir so einen Dratini nochmal bekommen. Naja, erstmal nicht. So, dann gehen wir zurück, denn wir haben da auch noch ein bisschen was zu erkunden. Wobei. Und zwar da rechts haben wir noch was zu erkunden. Am Anfang dieses Abschnitts. Wann kommt endlich das männliche Nidoran? Hier waren wir noch nicht. Wir haben bisher auch noch nichts mit Detektor gefunden, was eigentlich schade ist. Wieder nichts. 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 Okay, das ist wirklich nur dazu da, um die Leute zu ärgern. Hier gibt es gar nichts. Aber dann haben wir das jetzt wenigstens auch durch. Leider nicht erfolgreich. Legen wir die TM ab. PC von Windows.
ablegen. TM40. Jetzt können wir wieder einen Gegenstand tragen. Das ist das falsche Haus. So, Leute. Die Folge ist eigentlich noch nicht aus. Ich hätte noch 3 Minuten, aber naja, die letzten 2-3 Folgen waren jetzt immer Überlänge, weil wir so lange gebraucht haben in der Safari-Zone. Dann wird diese Folge halt ein bisschen Unterlänge. Ich hoffe, ihr versteht das. Beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter. Wir sehen uns weiter um. Wir haben die ersten 3 Abschnitte komplett durchsucht. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit dem 4. Abschnitt. Da gibt es 2 Zugänge dazu. Wir nehmen erstmal den, bei dem das geheime Haus nicht ist. Vielleicht holen wir uns auch erstmal das Item oben und dann gehen wir runter in den, in den 4. Abschnitt. Sehen uns da ein bisschen um und so. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Gegenstände. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir dann wieder reingehen, holen wir uns die VM. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt 5 Pokémon, die wir noch brauchen. Dratini, Chanera, Tauros und Rion haben wir schon gesehen. Und Kangama. Das haben wir noch nicht gesehen. Das ist vermutlich im 4. Abschnitt. Oder äußerst selten in einem der bisherigen Abschnitte. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, wir dann hätten wir zumindest 1 gesehen. Ich glaube, es ist im 4. Abschnitt. Ja. Na gut, dann sehen wir uns morgen wieder in der Brot-Edition oder übermorgen wieder in der neuen Aufnahme der blauen Edition. Ciao!